Hallo, hier ist Jürgen gemeinsam mit Nummer 2. Und weiter geht's mit Let's Play. Don't starve. Wolltest du gerade sagen, don't starve? Nein. Nein, weiß ich nicht. Genau. Weiter geht's mit Let's Play Tales of Symphonia. Ich habe die letzte Episode alleine aufgenommen. Und was du halt verpasst hast, aber du kennst ja das Spiel. Na klar. Deswegen weißt du, dass wir gerade bei, wie heißt der nochmal, den Mann, der aus der Menschenform geflohen ist? Was ist jemand aus der Menschenform geflogen? Nein, keine Ahnung. Oh mein Gott. Ah, du müsstest echt. Was? Nie? Nein, das war Pietro. Ja, wusste ich doch. Ja, hat man gemerkt. Okay, so, du bist wieder Kratos. Schwierigkeit, glaube ich, habe ich auf schwer gelassen. Ja, habe ich auf schwer gelassen. Bevor wir weitergehen, itemtechnisch, würde ich sagen, sieht das ganz gut aus. 15 Apfel, 10 Orangen, 10 Wasser. Alles klar. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Weg zurück zur Menschenfarm, um zu gucken, ob wir die Leute befreien können. Dann machen wir das mal. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der Menschenfarm. Okay. So, wir sind angekommen. Ich würde sagen, wir gehen zur Asgard-Farm. Und noch ein Skit, weil wir es können. Hä? Aha. Aber er hat ja nicht Marvels X-Fee, oder? Oder ist, nachdem sie grün war und gestorben ist, ihr X-Fee rausgeflogen? Nein, sondern der, den sie benutzt hat, oder? Na, ist das aber dann nicht ihre? Ja, sie kann doch nicht ihren eigenen X-Fee benutzen, wenn sie dafür sterben muss, um zum X-Fee zu werden. Aber, naja. So. Hätten wir nur ein kleines Mädchen in der Gruppe, was stark genug ist, um Sachen zu schieben. Aber leider ist das nicht der Fall. Ja, natürlich. Yeah. Ja, ich kenne, glaube ich, fast jede Stelle, wo Leute yeah sagt. Yeah! Nein, hier nicht. Okay, Minifight. Nummer 2, vergiss nicht dich nach vorne zu leben, wenn du redest. Mach, ey. Alles klar. Gut, der Magier kriegt halt wie immer als Erster auf den Sack. Willst du dich vielleicht doch um jemand anders kümmern? Ich hab den schon. Die hier die Küste verteilt. Die sind auch so nervig. Kommt her. Komm. Ach komm, wie viel haltet ihr denn aus? Wir haben deutlich mehr Lebenspunkte. Kämpfe dauern also einfach länger, ey. Ha! Ich war schneller als Genius. So. Dann natürlich Rain alles wieder am Analysieren. Sie weiß genau, wie das geht, weil wir sind ja schon 2 Minuten hier. Schau mal, wie Tetris-Steine. Okay. Auf dieser Seite? Alles klar. Und ich hoffe, ich habe beim letzten Mal noch das Training mit Kratos gemacht in der letzten Episode. Das ging nämlich in der Stadt, aber meine letzte Aufnahme ist ungefähr 2 Wochen her. Ich weiß es nicht mehr. Und die habe ich noch nicht editiert, weil ich ja immer die nächste Folge brauche. Also werde ich es ja sehen. Wenn ich es verpasst habe, dann sorry. Wenn ich es nicht verpasst habe, dann gut. Aber ich denke nicht, dass du sie verpasst hast. Und du bist ja leise. Ich denke aber nicht, dass du sie verpasst hast. Danke, so ist gut. Bitteschön. So, wir können nicht zu Quar vorstoßen, ne? Natürlich gibt es einen Deaktivierungsschalter. Dort. So einfach wird's wohl nicht, ne? Natürlich. Das heißt... Ah, mehr Zugriff haben wir nicht. Das ist wie Metal Gear. Jamming ungefähr. Hat einer eine Chaff-Granate geworfen. Okay. Ich möchte gern nach zu Quasar Kratos, ja? Jean ist auch. Moment.
Colette soll aussuchen. Ich darf aussuchen. Yeah! Ich liebe es, wenn man in RPGs Gruppen einteilen kann. In Final Fantasy VI war das ja auch so oft der Fall für verschiedene Dungeons. Hier geht das auch nochmal. Okay, Lloyd geht auf jeden Fall zu Gefahr. Es wäre natürlich super, Kratos. Wir nehmen Kratos auf jeden Fall mit zum Infiltrierungsraum. Es ist für ihn selber auch wichtig, sagt er ja. Von daher, bitteschön. Dann ist natürlich die Frage, wen nehmen wir nicht? Sheena zum Beispiel, die schicke ich auf jeden Fall zum Deaktivierungsraum. Yep, ich brauche da auch eine Person, die ich gut spielen kann. Ja, bei den dreien ist es schon wieder ein bisschen schwerer, finde ich. Rain nehmen wir nicht mit. Rain geht zum Deaktivierungsraum. Wir brauchen Rain hoffentlich nicht. Es wird anstrengend, auch schwer, ne? Oh ja. Es wird anstrengend. Oh, du brauchst mich. Ja, es wäre natürlich super, Rain zu haben, keine Frage. Aber jetzt die Frage, wen nehmen wir mit? Colette oder Genius? Nehmen wir Colette? Ja, lass uns lieber Colette mit. Nehmen wir Colette mit? Ja. Okay. Colette gefällt mir mehr, Genius. Und Genius kann ich dann auch in der anderen Gruppe spielen. Ich fände es natürlich besser, wenn wir es 4 zu 2 aufteilen könnten. Das würde ich nämlich lieber machen. Okay, dann nehmen wir die Gruppen so. Okay. Aber leider geht das nicht. Und ich muss dazu sagen, das werde ich später nochmal genauer vermerken, aber es gibt hier in der Nähe eine sehr, sehr gute Szene vom Anime von Tessos Symphonia. Das ist da echt sehr, sehr gut umgesetzt zu diesem Gebiet hier. Aber das erwähne ich dann nochmal. Erstmal holen wir uns aber ein bisschen was an Thron. Also diese Gruppe hier, die Gruppe mit Lloyd, Kratos und du bist Zweiter, gut, ist nur dafür da, um Quarins auszuwischen. Aber das können wir erst machen, wenn der Durchgang quasi frei ist. Und gut, dass ich dir nicht die Priesterhaube geholt habe. Natürlich wusste ich, dass die da noch ist. Nein. Aber jede Heilung ist gut und ich denke, das ist eher was für dich. Hast du noch? Und im Moment, kann ich das hier aktivieren? Ja, natürlich, damit sie nicht mehr zu Monstern werden. So, bitteschön. Ah, das sieht ein bisschen aus wie Bienenwaben, ne? Ja, hat schon was. Und einmal Granulat, sehr nice. Können wir zum Craften gebrochen und Schichtleder glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass das eine Rüstung war. Ah doch, Schichtleder. Oh, 7 Punkte mehr Abwehr, dann kannst du wieder mein altes haben. Hey, du hast sowieso mehr Abwehr als ich. Von daher... Ja, das ist gebraucht. Ja, aber du kannst... Vor allem das, was Lloyd anhatte, passt Kratos, ja? Ne, speichern müssen wir gerade noch nicht. Aber das hier brauchen wir auf jeden Fall, denn die Funktion des Mana-Rings hat sich insofern verändert, dass die Reichweite jetzt verdoppelt wurde. Ungefähr. Das heißt, jetzt können wir diese Mechanismen, die wir ausschalten müssen, ausschalten. Und vielleicht, wenn wir ihm ausweichen können, weichen wir ihm aus. Dankeschön. Mal sehen. Ja. Ha, den habe ich noch erwischt. Na komm. Ja, das kann ich definitiv ausnutzen. Und für diejenigen, die das gerade verpasst haben, weil der Kampf geschnitten wurde, obwohl ich gerade Sterne gesehen habe im Kampf, konnte ich die Unisono-Attacke starten, was sehr interessant war, das wusste ich nicht. Und für die Vernichtung dieses Gegners haben wir einen Mischgel bekommen, sehr nice. Und ja, ich habe ganz vergessen, dass ich die auch einfach lähmen kann. Ach komm. So, jetzt komm. Nummer 1. Warum? Warum? Dankeschön. Yeah! Und weiter geht's. Jetzt können wir nämlich hier hoch, was vorher nicht geklappt hätte, aber da können wir nicht rein. Weil das Spiel sagt nein. Und das hier nicht vergessen. Earthgem. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Wie sieht's da aus? Meins. Gerne doch. Und zwar Vitalität. Für mehr Lebenspunkte. Warum nicht? Ich hoffe, dass ich die Kombinationsfähigkeit dadurch kriege. Und geil. Ich wusste nicht, dass wir noch welche haben. Aber ich speichere ein bisschen später. So, die beiden sind mir egal. Ja, geht noch nicht, Leute. Genau. So, und deswegen sind wir jetzt bei Gruppe 2. Wo ich aber Sheena spielen möchte. Und Nummer 2 übernimmt Genius. So, Attacken passen. Willst du was umstellen? Willst du nicht? Warte, ich kann dir ein bisschen was an stärkeren Zaubern vielleicht noch geben. Auf die Schultertasten, perfekt. Aber Spread noch und schauen wir mal, was hast du denn noch? Icicle.
und Windblade. Bitteschön, das sieht doch gut aus. Und da sieht man, Air Thrust könnte er lernen, aber er wird das nicht lernen, solange er auf T-Typ ist. Air Thrust ist eine S-Attacke, die habt ihr schon gesehen, diese grüne Strahlattacke vom, ja, Windelementaren. So, und wir müssen da drüben lang, ne? Moment, hier lang. Hä? Oder hier lang? Ja, nicht da. Wo willst du denn? Aber hier ist doch kein... Da? Aber da ist doch nur dieser Dingensgang. Nee, 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 nicht hier. Unten irgendwo. Irgendwo hier muss das sein. Im toten Winkel. Ah, da. Ja, komm. Komm. Wir haben keine Zeit dafür. Na, wir haben aber auch keine Wahl. Gib ihm aufs Maul. Dann darf ich jetzt China sein. Yeah. Oh, komm. Und Pyrosail. Down, down, down. Defense down, sehr nice. Oh, China ist... Oh, ey. Und auffangen. Oh. Nein, 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 nein. Und... Ach, Mensch, ey. Jetzt bin ich die Einzige, die vorne kämpfen kann, ey. Aber ich geb ihn. Ja, ist richtig spannend mit Genius, ne? Ja, ja. Aber ich mag China trotzdem. Oh. Ich kann auch so machen. Ich kann auch casten. Dann heute nicht. Hey, Rain hat eine neue Verbundserfahrungsfähigkeit. Was hat sie denn bekommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ausruhen. Ah, stellt TP wieder her, wenn sie nichts macht. Das ist für NPCs, finde ich, gar nicht schlecht. Weil nach jedem Cast oder nach jedem Combo... Hä? Okay. Aber nach jedem Combo oder nach jedem Cast bleiben die immer kurz stehen. Das heißt, das ist genug Zeit, um immer mal ein bisschen aufzuladen. Oh, nee, 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 nee. Ja, den Kampf wollte ich nicht, aber manchmal geht's halt nicht. Noch ein Earthgem? Nee, ein Pelz. Ja, kommt aber ein bisschen spät. Aber gut. So, jedenfalls hier haben wir ein kleines Schieberätsel. Die Rätsel sind halt wirklich nicht Lufia-Niveau. Das ist relativ easy hier. Aber zumindest gibt's Rätsel und ich find's ganz gut. So, wir sperren uns also quasi selber ein. Wir müssen nicht mehr zurück. Hoffentlich. Aber so geht das nun mal. Das weg. Und runter damit. Ist halt ein bisschen blöd, jetzt wieder rauszukommen, ne? Dauert etwas länger. Wie bitte? Dauert etwas... Dauert halt ein bisschen länger. Das war eklig. War es nicht. Doch war. Ja, ganz schön. So, holen wir uns mal erstmal noch ein bisschen was an. Oh, Truhen. Hier müsste noch ein bisschen was rumliegen. Wenn ich die Wege richtig gehe. Ah, genau, hier rein und dann... Genau, jetzt müssen wir aber, glaube ich, kämpfen, wenn wir rausgehen, ne? Den da besiegen. Genau, so schalten wir das Ding nämlich frei. Und müssen dem da aufs Maul geben. Erwachen. Erwachen war ein Ausrüstungsgegenstand, aber was macht der nochmal? Ah, schützt vor Betäubung. Das heißt, man sieht keine Sterne mehr. Das ist an sich gar nicht so schlecht. In Tessa Symphonia, zumindest im ersten Teil, sieht man teilweise echt häufig Sterne. Okay, wenn wir zwei Caster kriegen, das ist nice. Wir kriegen zwei Caster. Oh, renn nicht vor mir weg. Sauber. Gut, solange wir beide einen Blick haben, das ist ganz gut, ne? Ja, wir müssen, glaube ich, wirklich die ein bisschen abwechseln, ne? Ich wechsle immer sofort, wenn du wechselst. Alles klar. Ja, weil so können wir dafür sorgen, dass sie keine Casts machen. Ah, komm. Nee, nee. Ich habe keine TP mehr, deswegen bin ich gerade noch bei dem. Ah, super, das schaffst du doch von der Zeit her. Oh, fuck. Ich wollte den unbedingt, ey. Ja, dann müssen wir dir nach dem Kampf einen Orangen geben, weil... Das geht so nicht. Das hat gerade wirklich von der Zeit her alles gepasst. Das Timing war gerade gut, ey. Gut harmoniert, ja. Mensch. Ist everyone alright? Who are you? Ist das wichtig? Guardians of the Chosen One. The Chosen has come to rescue you. Now pull yourselves together. By the way, is there anyone here from Palma Costa? Ja, der mit dem Bart ganz rechts. I am. Do you know a girl named Chocolat? Ah, yes. She überrascht, dass ich sowas weiß. Nein. The test decides which ranch she will be taken to. I believe they said she was being taken to Isalia. Isalia. I see. Thank you. Aha, gut zu wissen. Excuse me.
You're Sheena, right? Ja, das ist auch ein Grund, warum wir Sheena dabei haben. Nur um ein bisschen mehr extra Dialog zu haben. Yeah, thanks. I don't mention it. It was nothing. Alles klar. Und nur eine Sache, was vielleicht noch sehr, sehr wichtig ist. Wenn man nicht diese Reihenfolge spielt und nicht zuerst mit dem Schiff fährt, sondern zu Fuß geht, dann müsst ihr diese Dungeon mit 5 Leuten machen. Für diese Dungeon hat man, glaube ich, Sheena nicht, oder? Ja, ah, doch, du hast Sheena für die Dungeon. Doch. Das war aber ein anderes Teilaufgebiet, was wir noch nicht gemacht haben. Da ist man dann ohne Sheena, so war das. Nee, hier hat man auf jeden Fall Sheena, weil Sheena kriegt man in diesem Gespräch auf jeden Fall nach dem, oder wenn man zu der Menschenfarm geht, doch. Aber, wow, ja, eigentlich muss ich den anderen mir schnappen. Den da. Und ja, den Kampf lasse ich anscheinend noch drin, aber den nächsten schneide ich und ich sterbe noch. Rain, hilf mir doch mal! Kann die mich mal heilen? Ja, was macht sie denn? Jetzt musst du den schon im Nahkampf machen. Dann solltest du eher den hier schnappen, weil der sich nicht wehren kann. Okay, jetzt komme ich. Komm her. Ich hab nicht mehr TP. Ach ja, stimmt, du wolltest TP, ne? Ich hab 20 gehabt. Ja, du kriegst nach dem Kampf schon ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ich helfe mal lieber nach. Und vielleicht stellen wir mal Professor Rain um. Bei Strategie. Bitte heilen. Ich weiß nicht, was da gerade mit dir los war, aber das war echt schwach. Ach, es war knapp. Mhm. Gut. Haben die eigentlich auch? Ne, die haben nicht den verlängerten. Gut, den hier müssen wir machen, weil es ein Kampf ist, den wir machen müssen. Dann machen wir den onscreen. Grrr. Komm her. Aber wie viel hält der tatsächlich aus? Ja, natürlich beides auf mich. Gut, ich schmeiß einen hin. Und dann kümmern wir uns um den. Ja, das ist echt doof. Mit Lloyd hätte ich mehr Reichweite. Ah. Ich muss eigentlich nur abwehren da vorne und ich kann die immer beide gleichzeitig. Na, ich kann ja nicht ewig blocken. Und das Problem ist, ich kann nicht ein Dreier-Kombo machen. Und dann noch blocken. Na, sauber. Gut, wenn es nur noch einer ist. Och. Ich glaube, Stein ist effektiv, weil es Donner-Elementar ist. Oder Donner. Ja, stimmt, Maschinen. Ja, haben wir doch schon in Final Fantasy X gelernt. So. Nichts mehr drauf. Erste Schalter deaktiviert. Können wir den zweiten Schalter noch deaktivieren? Finden wir es heute raus. Okay, und nur so nebenbei, wir sollten Genius vielleicht noch einen Orangen geben, ne? Rain hat noch genug, denke ich, mit 38. Ja, aber Rain ist nicht 38, keine Sorge. Warum? So, erstmal eine Erdkarte, sehr nice. Hat sie zwar erdelementare Attacken, aber ihr Angriff ist deutlich stärker. Aber das ist auch teilweise ein Problem bei Sheena. Die ersten Karten werden immer elementar haben. Ich glaube, die ersten 3, 4, 5 Karten haben immer elementar. Und klar, das kann ein Vorteil sein, es kann aber auch ein Nachteil sein. Weil im Falle, wenn man nicht irgendwie erdelementar haben möchte, dann wäre das ein bisschen kacke. Aber im Moment spielt das zum Glück keine Rolle. Also zumindest ist erdelementar im Moment nicht schädlich. Deswegen stört es mich gerade nicht so. Nee. Das war auch sehr knapp. Okay, aber das wird derselbe Kampf sein wie davor, deswegen cutten wir den diesmal. Einfach die Fähigkeit mit dem Power-Seal von Sheena die Abwehr runterzumachen, ist halt immer ziemlich nice. Alles klar, jetzt muss die andere Gruppe den Raum von K'varr finden. Ja, aber so schwer ist es nicht, denn der befindet sich genau hier hinter. Aber werden wir in der Lage sein, K'varr den Arsch zu versohlen, oder werden wir ordentlich auf den Arsch bekommen? Das sehen wir in der nächsten Folge. In Let's Play Tales of Symphonia. Achso, du nicht? Ich bin Sion. Ich bin Nummer 2. Und wir sagen... Auf Wiedersehen! Oh, nee. Oh, meine Ziel gerade. Nächstes Mal in Let's Play Tales of Symphonia. Once I succeed in retrieving that X-Sphere, any suspicions I might have been under would be but a distant memory. Get ready. You're not gonna take this from me! Look out!
Colette! Lloyd, are you okay? Yeah, but you're... Colette, that wound. Colette, hang on! Colette, your wound! Thanks for worrying about me, but I'm really okay. Strange, huh? You certainly are not okay. Rain, you can use healing arts, right? Yes, but... Colette, I can't keep it a secret any longer. Everyone, listen to what I have to say.